Ja, erstmal vielen Dank für die Vorträge. Und ich habe eine Frage an die letzte Referentin. Es ging ja bei dem Panel um Partizipation. Und ich habe mich immer gefragt, okay, wie fand bei Ihnen sozusagen eigentlich Partizipation statt in den Beispielen, die Sie gezeigt haben? Also der Wind war ein Akteur. Aber er war irgendwo ein Symptom oder sein Verhalten war ein Symptom, habe ich so das Gefühl gehabt, das gesteuert werden muss und mit dem vielleicht nicht unbedingt ein partizipatives Verhältnis versucht wurde herzustellen. Und das ist meine Frage. Ich glaube, da gab es sehr starke Differenzen auch zwischen den Vorträgen. Beim Felix Remter war ja die Partizipation ganz stark und bei Ihnen hat es mir so ein bisschen gefehlt und da würde mich interessieren, was für einen Partizipationsbegriff Sie eigentlich haben. Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich auch ein bisschen daran gehalten, was mir vorgegeben wurde. Und naja, ich dachte auch, okay, Partizipation, ja. Also wo wir viel Partizipation zum Beispiel machen, ist, dass wir eben mit Städten und Gemeinden oder Bürgerinitiativen zusammenarbeiten. Und die Leute eigentlich in unseren Entwurfsprozess mit einbinden. Ne? Und in der Hinsicht wird da schon auch viel partizipiert. Ansonsten ist Partizipation sicher, was Stadtklima betrifft, ja auch sehr breit fassbar, dass man sagt, es sind Akteure, der Wind, die Temperatur sind Akteure, genauso wie halt die natürlichen Prozesse bei den anderen Kollegen zum Beispiel. Was ich aber wichtig finde, ist, dass da erstmal auch so ein Basisverständnis ist. Also dass Leute über diese gefühlte phänomenologische Basis hinaus so ein bisschen kapieren, was passiert da eigentlich. Und dann, darum fand ich das Awareness-Raising ne, in meinem letzten Teil auch wichtig, dass Menschen überhaupt erstmal so ein bisschen verstehen, worum geht's und darauf basierend dann eben auch weiter partizipieren können. Weil wenn ich nicht weiß, worum es geht, ist es auch ein bisschen schwierig. Ne? Aber ich teile durchaus ihre Sichtweise, aber vielen Dank für eure Vorträge, die sich in einer für mich aus den gestrigen Vorträgen heraus betrachtet interessanten Art und Weise ergänzt haben, weil sie diese unterschiedlichen Blickwinkel auf eure von euch bearbeiteten Phänomene aufgemacht haben. Also, und ich habe eine Gemeinsamkeit gefunden in dem, wie gibt man eigentlich Akteuren eine Stimme? Das hast du am stärksten herausgearbeitet, Felix, in diesem, wie gibt man einem Biber eine Stimme eigentlich letzten Endes? Das kommt in einer App raus, wo Leute selber irgendwo etwas feststellen können oder in dem Implementieren von Vorschlägen mit Bürgern in einer informellen Siedlung. Gestern kam dann die Frage auf, wer hat eigentlich die Deutungshoheit? Und da wäre jetzt eine Frage an dich, Felix, direkt. In dem Biber-Projekt, das du vorgestellt hattest, wo aus einer anderen Region, wo in Kanada, glaube ich, auch mit Bibern irgendwo gearbeitet wird, wo ich mir die Frage einfach gestellt habe, am Ende, wenn ich Biber instrumentalisiere, und das sage ich jetzt mal bewusst polemisch, hat dann nicht doch schon wieder der Mensch die Deutungshoheit, indem man den Biber lenkt und sagt, hier baust du nicht, hier vergräme ich dich und an der anderen Stelle, da locke ich dich mit wohllautenden Biberrufen und lass dich hier bauen. Also wo ist dann diese Gleichberechtigung, die du ja vorher eigentlich eingefordert hast? Nee. Ja, also da würde ich mich sozusagen sehr auf den Biber verlassen, dass der schon eigene Ideen entwickelt. Und das ist ja genau dieses Spiel. Also ein partizipativer Prozess ist ja nie, dass man dem anderen sagt, hey, besser hier oder da besser nicht oder so, sondern dass man halt miteinander irgendwie in Austausch geht. Und das Interessante ist, der Entwurf dort ist ja einer, das ist nicht der Entwurf einer umgestalteten Isar-Auenlandschaft oder sowas, sondern es ist
das Design eines Prozesses. Und es soll ja aber genau nicht der Fall sein, dass man sagt, jetzt lassen wir das einfach mal laufen oder so, sondern das ist eben diese Zwischenposition oder diese dritte Position oder so, wo man sagt, nee, nee, wir haben hier beide was zu sagen und wir können hier halt irgendwie miteinander umgehen. Und wenn der sagt, dann baut er da hinten, ja, dann müssen wir halt überlegen, ja, geht es jetzt oder nicht? Und dann sagt er, nee, aber er will nicht, dass wir hier die Bäume pflanzen oder die müssen jetzt halt da weg. Oder dann muss man irgendwie in die Auseinandersetzung so. Und die wollten wir quasi in den Vordergrund stellen, diese Auseinandersetzung, und gucken, wie weit kann man da eigentlich gehen. So. Und ich finde, die sind extrem weit gekommen, also weiter, als wir das uns jemals irgendwie hätten ausdenken können. So, ja. Genau. Aber mein anderes Beispiel war ja das mit den Bäumen. Und das ist, glaube ich, eine bisschen schwierigere Sache, wenn man da in eine Auseinandersetzung gehen will. Ich wollte trotzdem dazu anmerken, was Partizipation angeht. Da kommt man dann ganz schnell in die Frage, ja, wie bindet man jetzt Leute damit ein? Ich selber würde sagen, dass Bäume und Pflanzen grundsätzlich wirklich hervorragende Expertisen haben, sich über das lokale Klima zu äußern. Und ich würde da ansetzen und sagen, da geht die Partizipation schon los, wenn man das denn zulässt, dass quasi diese Kommunikation tatsächlich stattfindet. So, und ich finde dieses Beispiel mit den Miniermotten so toll, weil da, das haben Sie sicher alle mitbekommen, dass da eine unglaubliche Mobilisierung stattgefunden hat, dass Menschen, Kindergärten und so weiter angefangen haben, das Laub wegzuräumen, um den Kastanien irgendwie zu helfen und so. Das lief einfach so, da ist nicht eine große Initiative der Stadt oder des Gartenbauamtes oder so gewesen. Da, manchmal, wenn man die richtige Kommunikation ermöglicht, dann entstehen da plötzlich entsteht da Zusammenarbeit, Auseinandersetzung miteinander und neue Bezugsweisen. So. Genau. Also wir hatten ja auch das Stichwort Deutungshoheit, ne? Und das finde ich halt, egal ob das jetzt, sage ich mal, um Dynamiken von Tieren geht oder Pflanzen. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass Pflanzen auch miteinander kommunizieren und dass also wir können uns gar nicht vorstellen, wie intelligent Pflanzen sind. Aber ich denke mal, oder ob es dann um abiotische Prozesse eben wie Stadtklima geht, das sind alles Akteure und die irgendwie partizipieren. Aber ich denke mir mal, ja, eigentlich müssen wir doch ehrlich sein und können eben nur aus unserer beschränkten Warte als Menschen, unserem Framing gucken und eigentlich uns doch dazu bekennen, dass wir eben gar nicht anders können, als anthropozentrisch zu sein. Weil wir können zwar versuchen zu verstehen, wie der Biber das macht, aber wir haben ja nur unsere eigene Sichtweise. Wir können ja noch nicht mal gucken wie der Biber oder wie die Biene, weil die haben ja ganz andere Spektren und so, ne? Also es ist immer, ich finde das sehr schwierig so. Ja, du musst mal den Beaver Experience Suit ausprobieren. Der bringt einen da relativ weit. Ja, okay, leider. Da hinten gibt es eine Frage. Bitte eine Frage an die letzte Referentin. Wählen Sie auch die Baumarten aus oder macht es dann das zuständige Gartenamt? Und wenn Sie auswählen würden, nach welchen Kriterien wählen Sie die Bäume aus? Sie haben so neutral immer gesagt, hier ein Baum, hier ein Busch, hier grün. Gehen Sie tiefer rein in die Botanik? Teils. Also ich meine, wir wissen natürlich, dass es auch Baumarten oder Pflanzenarten gibt, die jetzt besser angepasst sind. Und der Herr Kühn hat sich da ja auch viel mit beschäftigt. Eben an Klimawandel. Also wir versuchen das schon mitzunehmen. Aber ich komme von der Uni. Ne? Also wir machen jetzt keine Planungen, die direkt implementiert werden. Ne? Also das muss ich dazu sagen. Wir versuchen das unseren Studenten mitzugeben, bis zu einem bestimmten Level, aber das kommt ja nicht so direkt zur Ausführung in der Regel. Also mit Kommunen arbeiten Sie gar nicht direkt zusammen? Schon. Mhm. Aber eigentlich mehr in der Richtung, also dass wir versuchen, die zu inspirieren und dass wir sie eben mitnehmen. Und dann ist es schon partizipativ, also wir treffen uns da immer mit Bürgerpanels oder mit Leuten von den Städten und so weiter. Und die können natürlich auf unsere Entwürfe reagieren, aber es gelangt nicht zur Ausführungsplanung oder so. Ne? Das macht man eben dann doch eher im Planungsbüro.
Ich hätte noch mal eine Frage in Bezug eigentlich an alle drei Beiträge, in Bezug auf das Anthropozän, was ja auch besagt, dass wir die Menschenzentriertheit aufgeben. Wenn wir jetzt über Partizipation menschlicher und nichtmenschlicher Akteure nachdenken, und ich finde, dafür stehen alle drei Beiträge, und mit gewisser Unbestimmtheit auch umgehen, welche Arten von Koexistenzen erzeugen wir denn? Also für wen organisieren wir diesen Wissensaustausch und vielleicht auch das Voneinanderlernen menschlicher und nichtmenschlicher Akteure? Ja, naja, ich habe mich ja eben schon ein bisschen dazu geäußert, glaube ich. Also eben, dass ich so meine Zweifel habe, dass wir als Menschen wirklich sagen können, das ist jetzt besser für diese Tiere oder für jene Pflanzen und so weiter. Und Koexistenz können wir also aus meiner Sicht deswegen eigentlich auch leider nur so ein bisschen aus unserer eigenen anthropozentrischen Warte aus beurteilen. Also es klingt vielleicht wenig ermutigend, aber andererseits ist es ja auch so, dass viele Umgebungen, die für den Menschen gut sind, ja auch häufig für andere Spezies gut sein können. Und wenn wir uns versuchen, in die Richtung zu orientieren, kann man ja vielleicht doch was machen. Ich würde gerne noch darauf reagieren, auch was du gerade sagst. Ich würde dir gerne widersprechen ein bisschen, weil wir haben uns jahrhundertelang angemaßt, als kultivierende Menschen zu wissen, was gut ist für Natur und da für Tier und Pflanze. Hätten wir uns nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, hätten wir diese Kulturtechniken überhaupt nie entwickelt. Und insofern finde ich es jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, ich verstehe, was du meinst, ne? Dass es ein langer Weg ist zu sagen, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Das versucht schon Tucholsky, indem er irgendwie den Panther im Zoo beobachtet, wie er an seinen Stäben entlang wandert. Das ist aber eine andere Art von Versuch von Empathie für irgendetwas. Aber sich da zu entziehen plötzlich und zu sagen, also mir geht es sehr ähnlich und ich verstehe diese Zweifel und gleichzeitig denke ich mir, die Anmaßung, die wir bisher hatten, die legen wir jetzt plötzlich vornehm ab und tun so, als ob wir damit gar nicht in Berührung kämen. Ich glaube, es wurde jetzt viel Bruno Latour zitiert und es gibt da so einen Punkt, den ich jetzt an der Stelle super passend finde, und zwar diese Vorstellung, dass wir das nicht können, uns da wirklich reinzuversetzen, ja, dass wir quasi diese anthropozentrische Perspektive nicht ablegen können oder sowas, die ist interessanterweise oft damit verknüpft, dass man dann plötzlich sagt, ja, aber jeder kann doch gar nicht aus sich selber raus oder so. Ja. Das gilt aber nicht wirklich für unsere Vorstellung davon, was die Wissenschaft tatsächlich kann oder tut, weil da kann man scheinbar doch irgendwie aus sich selber raus. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wir in der Moderne und so, wir wissen doch, wie das alles zusammenhängt oder so. Ja. Man könnte aber vielleicht auch meinen, nee, wir können uns alle super reinversetzen. Ja. Wenn wir anschauen, wie Kinder spielen und wenn ich mir anschaue, wie Menschen mit ihren Hunden reden oder wie sie für Bäume kämpfen oder was weiß ich was, da ist ganz viel möglich, was wir, glaube ich, so ein bisschen aus unserem wissenschaftlichen Habitus, den wir auch haben, wenn wir jetzt hier so miteinander sitzen, dann irgendwie so raushalten wollen, den reinigen wir wieder. Ja? Und Latour ist eben bekannt auch für dieses Buch, wir sind nie modern gewesen, und das ist eine ganz einfache These. Ja? Wir sagen ja, da gab es diese Moderne und dann gibt es ja die Postmoderne, wo jetzt alle, also wir sind nicht mehr die Wilden, die da früher dann so mit Totemtieren und so, nein, wir sind nie modern gewesen, wir sind sie immer noch, wir sind genau das, wir haben das nicht rausgereinigt aus unserem Alltag und aus unseren Alltagspraktiken und Bezugsweisen, sondern das ist fundamentaler und existenzieller Teil unseres Zusammenlebens mit allen möglichen Entitäten hier. Aber die Infrastrukturen, die uns jetzt umgeben, die sind aus dieser anderen Perspektive heraus entwickelt worden und verhindern da natürlich auch wahnsinnig viel. Und das ist so ein bisschen eine Kritik an diesen Infrastrukturen, aber auch an dem Infrastrukturbegriff. Wenn wir sagen, der Baum, den können wir jetzt irgendwie nutzen für bestimmte Effekte oder so, dann weiß ich nicht,
wenn man in dieser Logik bleibt, und das war ja auch die Frage von Frau Schlüssel gestern, ja, vielleicht müssen wir erstmal selber eine andere Perspektive auf diesen Baum entwickeln, bevor wir erwarten können, dass Menschen, die Menschen da draußen, die nicht wir Wissenschaftlerinnen sind, dass die das dann auch tun. So, ich glaube, es fängt bei uns an. Und da muss man vielleicht in diese Krise erstmal rein und sich da auch wirklich reinwagen. Ich weiß nicht, ob die Landschaftsarchitektur wirklich in der Krise war. Vielleicht bräuchte die eine richtige Krise, ja, vielleicht. Wir sind in der Dauerkrise. Wir sind so eine kleine Profession und kämpfen ständig insofern. Und wir sind eigentlich nur auf wenige Länder beschränkt. Also in Afrika gibt es irgendwie einen Landschaftsarchitekten, in Namibia oder sowas. Also das ist noch eine ganz kleine Diskussion. Aber so ich es auch verstehe, sind es Annäherungsversuche, die du sagst, wo man seinen Biberanzug anzieht und sagt, ich versuche mich einmal den anzunähern. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich jemals wie ein Biber denken werde oder sowas. Und es sind, glaube ich, nur diese Annäherungsversuche. Aber ich wollte jetzt noch fragen, gibt es noch irgendwas im Publikum dahin? Stichwort Krise. Wir hatten ja die große Chance der Krise vor ungefähr 10 Jahren. Da war die Antwort, wie gehen wir mit der Krise um? Wir fördern die Autoproduktion, indem wir das prämieren, wenn man ein neues Auto kauft. So ist man damit umgegangen. Und das ist genau der verkehrte Weg, weil man sich nichts vorstellen kann in unserem Paradigma, dass man aus diesem Paradigma aussteigen kann. Das Beispiel aus Kolumbien ist ja ein wunderbares Gegenbeispiel der Selbstorganisation. Da war die Ökonomie, die sogenannte, ausgeschaltet, die hat da überhaupt nicht existiert. Das war Ökonomie auf menschlicher Basis. Das, wie sagt man da, das menschliche Maß von Leopold Kohr und Schumacher, die haben das praktiziert. Aber wir sind dazu nicht in der Lage. Wir sind einfach zu blöd. Jetzt sage ich, aber es gab schon vor 150 Jahren. Hat Karl Marx den Satz geäußert, wir haben unsere Erde nur geborgt. Man kennt diesen Satz, aber das wird einem Indianerhäuptling sozusagen in den Mund gelegt, der das vielleicht auch gesagt hat. Aber Karl Marx hat es auch schon geschrieben. Es gibt ein wunderbares Buch von Alfred Schmidt geschrieben. 1962 erschienen. Ich würde mich jetzt doch dann auf Fragen beschränken. Es war nicht. Ich will es nur sagen. Um Kommentare gebeten. Genau, aber ja? Okay, alles okay, klar. Aber gut. Ich habe eh schon gehört. Aber nachher kann ich gern mit Ihnen reden, okay, über dieses Buch. Danke. Okay, danke sehr. Aber Karl Marx ist schwer im Kommen. Mike Davis ist ja ein Nachfolger von Karl Marx, hat Planet of Slums geschrieben. Wir sind der ganzen Thematik bewusst. Es ist natürlich die Frage, wie wir damit umgehen. Und Sie sind natürlich darauf eingegangen, ich hatte die Politiker gezeigt, die da irgendwie andere Stadtvorstellungen haben und somit dann auch gewisse andere Bewegungen verhindern oder viel schwerer machen. Und ich glaube, da muss man, das ist die Öffentlichkeitsfrage, die auch die Sandra zum Schluss gestellt hat, wie wirkt man in die Öffentlichkeit ein, da müssen wir noch viel, viel stärker drüber nachdenken. Es gibt noch eine Frage, ja? Dankeschön. Ja, danke für die Vorträge. Ich wollte nochmal auf den Punkt der Deutungshoheit zurückkommen, der ganz am Anfang erwähnt worden ist und vor allem bei dir, Felix, aber auch bei Ihnen in Ihrer Arbeit wollte ich nochmal vielleicht darauf hinweisen, oder vielleicht auch ganz allgemein, dass es ja nicht notwendigerweise darum wieder um eine Art von Dominanz geht, von einem gewissen Ansatz oder einer gewissen Methodik. Macht man das jetzt top-down oder irgendwie bottom-up? Macht man Partizipatoren? Wie macht man die? Mit welchen Wesen? Sondern eigentlich diese Offenheit, dass auch die Grenzen irgendwie neu gepusht werden. Ja? Weil ihr ja sicher auch in eurer Arbeit und sie sicher auch diese Limitations irgendwo gesehen habt und das euch dann nochmal weitergebracht hat. Ja? Und ich wollte jetzt nochmal fragen, Sie haben es kurz in Ihrem Vortrag erwähnt, eben wo sind gewisse Planungsmaßnahmen, wo Partizipation einfach nicht funktioniert. Und auch bei dir, Felix, was waren so Momente mit deinen Studenten und Studentinnen, wo ihr irgendwie gemerkt habt, okay, jetzt irgendwie so mit Biber denken oder als Biber agieren, was waren so deren sehr vielleicht persönliche körperliche Erfahrungen, die sie, oder sensorische Erfahrungen, wo sie einfach gemerkt haben, okay, hier gibt es doch schon auch eine andere Art und Weise des Daseins.
Ich habe das Mikro, ich antworte dann erstmal. Ich hatte das ja ein bisschen angedeutet. Es geht vor allem um die Maßstabsebene. Man kann natürlich nicht erwarten, dass wenn man auf so einem metropolitanen Niveau von einer Stadt oder einem Regionalverband oder dergleichen, dass man da was bottom-up, da können natürlich viele Bürgerinitiativen dafür plädieren, dass man was implementiert, aber da braucht es natürlich mehr. Da braucht es die gesamte Politik von der Region, um, ich sage mal jetzt großmaßstäblich, Kaltschluftschneisen und dergleichen freizuhalten oder um eben großmaßstäbliche Freiräume zu sichern etc. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert, ne? Das geht Hand in Hand, meiner Meinung nach. Also da kann schon bottom-up viel angeschwängelt werden und hier Green Cities macht ja auch, also hier in München, ne, die haben wir ja gestern gesehen, die machen ja auch viel in die Richtung. Aber wenn es jetzt zu diesen ganzen kleinmaßstäblichen Dingen geht, die ich dann so im zweiten Teil der ganzen Lösungsvorschläge ja beleuchtet habe, da kann jeder was machen. Und jeder Bürger, der halt irgendwie, sage ich mal, was an der Vergrünung der Stadt beiträgt, leistet auch einen deutlichen Beitrag am Entwurf des Stadtklimas. Und deswegen, wir entwerfen das alle zusammen. Ne? Also die Partizipation ist da ganz direkt, egal ob das jetzt Professionals sind oder eben jeder Bürger mit jedem Bäumchen oder jeder Fassadenbegrünung oder so, die da implementiert wird. Okay, ich glaube, wir kommen dann zum Ende. Wir sind mit der Zeit durch, war ein lebendiges Panel. Ich möchte mich noch herzlich bedanken bei den Referenten und würde Ihnen noch eine kleine Geschichte auf den Weg geben. Hatte kürzlich einen Ägypter zu Besuch in Hannover. Da war einer dieser schönen Tage mit 31 Grad. Wir sind über einen Platz marschiert und ich habe gejammert über die Hitze. Und er hat gesagt, ist doch wunderbar. Okay, vielen Dank.